Ja, hallo, mein Name ist Katharina Jurkowitsch. Ich arbeite in der privaten Montessori-Schule Galemo in Klosterneuburg. Ich leite hier die Sekundarstufe. Bei uns gehen 12- bis 15-jährige Jugendliche in die Schule und arbeiten hier in altersgemischten Lerngruppen nach Montessori. Weil bei uns die Schüler nach ihren Interessen arbeiten können und ihre Schwerpunkte selbst mitgestalten können, arbeiten die Kinder in einer Lerngruppe nie alle am gleichen Thema. Und ich arbeite jetzt in dieser Klasse seit einem Jahr mit dem Dokumentationsprogramm, mit dem Tablet. Und das ist eine riesig große Hilfe, damit ich hier den Überblick bewahren kann, welcher Schüler, welche Schülerin gerade an welchem Thema arbeitet. Und damit ich auch jederzeit von zu Hause überall einfach nachschauen kann und planen kann, welche Inputs setze ich als Lehrerin für die Schülerinnen in der nächsten Zeit. Wir sind ein Lehrerinnen-Team. Wir sind drei Lehrerinnen, die hier arbeiten und die Schüler an den Nachmittagen unterschiedlich begleiten. Und über das Tablet können wir jederzeit von zu Hause, aber auch hier sehen, was hat die Kollegin mit den Kindern an den einzelnen Tagen gemacht. Wir haben jederzeit wirklich zeitnah den Überblick, was kann ich dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin weiters anbieten. Das Programm hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Es gab gar keine Nachteile. Nein, wir können, also man kann entweder im Unterricht in der Freiarbeit selber dokumentieren, man kann einfach auch danach, wenn man nach dem Unterricht Zeit hat, eingeben. Man kann sogar für Tage später noch Nachträge machen. Man sieht nicht nur, woran die Schüler und Schülerinnen gearbeitet haben. Ich kann auch sehen, welche Kompetenzen sie damit erworben haben. Also man kann mit einer Arbeit unterschiedlichste Kompetenzen erwerben und auch das kann ich in diesem Programm sehen. Die Schüler kennen das, die Schüler sehen mich beim Dokumentieren, sie versuchen es teilweise selbst auch. Es ist noch nicht etabliert, dass jeder Schüler selbst bis jetzt eingibt, aber es ist unser Ziel, ein langfristiges Ziel, dass die Schüler selbst ihre Arbeit mit dem Tablet dokumentieren können.